Ich bin an deinem Laden vorbeigegangen. Mir fiel als erstes die Tasche auf, die im Schaufenster stand. Auf der stand, ich kann meinen Namen tanzen. Lustig, dachte ich mir, denn das kann ich wirklich. Lernt man in der Waldorfschule. Ich bin reingegangen und nach meiner Tanzperformance warst du so amüsiert und gut gelaunt, dass du mir die Tasche geschenkt hast. Wir unterhielten uns eine Weile und verstanden uns gut. Was folgte, war eine Einladung zu einem Fotoshooting. Ob ich Lust hätte, denn du suchst noch Models, die deine Kleidung präsentieren. Faire, vegane, nachhaltige Kleidung und Accessoires. Damit wirbst du. Dies sind die Produkte, die du verkaufst. Fair und nachhaltig. Ich komme an. Es ist Montagnachmittag und es geht los. Ich ziehe mir einen Rock und ein Shirt an, welches du bereitgelegt hast. Die Kamera blitzt auf. Ich bin aufgeregt und erwartungsvoll. Ich drehe mich und es blitzt wieder. Doch dann? So funktioniert das nicht, dröhnt es plötzlich aus dir. Man sieht die Unterwäsche durch. Du musst dein Höschen ausziehen. Verwirrt blicke ich dich an. Ich fühle mich unwohl. Ich möchte nicht, aber ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Ob ich prüde bin? Die anderen Models hätten damit auch kein Problem. Ich zögere. Mein Verstand sagt mir eigentlich, es darf nicht sein. Dennoch bin ich wie erstarrt und zweifle an mir. Vielleicht bin ich wirklich prüde und mit mir stimmt was nicht. Alle sind normal. Es ist normal, sein Höschen auszuziehen bei einem Shooting, oder? Nur ich bin verrückt. Das ist die Erklärung. Anders macht es doch keinen Sinn, deine Reaktion. Das ist die Rechtfertigung für dein Verhalten, nicht wahr? Aber was ist denn nur plötzlich los? Es fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Ich weine und kann nicht gehen. Aber bleiben will ich auch nicht. Du brichst das Shooting ab und sagst, heute ist nicht dein Tag. Irgendwie wirkst du sehr beschämt und peinlich berührt. Es ist besser, wir verabschieden uns. Und ja, du sagst, geh bitte, als ich mich aus meiner Starre löse. Ich verabschiede mich, gehe raus und bin wie betäubt. Ich weiß nicht mehr, ob ich mit dem Bus gefahren bin oder einfach zu Fuß gelaufen. Was ist da gerade passiert? Was war das? Was halt nach? Was verkaufst du nochmal? Ich weiß es nicht mehr, aber was nachhalt, fühlt sich nicht gut an. So ganz und gar nicht fair. Was haben die Dinge, die wir tun, auf Dauer für eine Auswirkung? Sicher, du verkaufst deine Ware und dein Projekt ist toll und jeder kann es sehen. Das will ich dir ja gar nicht absprechen und nehmen, aber das, was zwischen uns abgelaufen ist, ist auch passiert. Aber das weiß nur ich. Ich glaube, du weißt es gar nicht mehr. Aber es hallt nach. Wie ein Tick. Der Nachhalt-Tick. Was verkaufst du nochmal? Ich vergesse es immer wieder, denn in unserer Geschichte ist das nicht wichtig. Nachhaltigkeit. In meinen Augen Dinge so zu erhalten, wie sie sind, oder zu verbessern. Aber auf keinen Fall, unter keinen Umständen zu verschlechtern. Hältst du dich daran? Sicherlich, trenne die Klamotten von dem Umgang mit den Menschen, aber wer kauft denn diese Klamotten? Wer trägt sie? Wer stellt sie her? Ist es okay, nachhaltige Kleidung zu vertreiben und Menschen psychisch zu schaden? Ist das Karma-Nachhaltigkeitskonto damit wieder ausgeglichen? Beginnt die Nachhaltigkeit dort und wo hört sie auf? Welche Regeln gibt es denn da? Legt sich doch jeder mehr oder weniger selbst zurecht, oder etwa nicht? Wie selbstgerecht ist das denn? Sind Werte nur dann gut, wenn sie in der Öffentlichkeit beworben werden? Was hast du jetzt weitergegeben? Was verkaufst du nochmal? Ich erinnere mich nicht, aber es fühlt sich alles so ganz und gar nicht richtig an. Wenn ein Axtmörder seine Opfer nur gut genug kompostiert und sie komplett sich zersetzen lassen, ist das dann vertretbar? Denn nachhaltig ist es ja, oder? Ich habe keine nachhaltigen Produkte entworfen. Nein, ich mache vieles, was nicht nachhaltig ist und ich bin offen gesagt auch ganz schön verwirrt, weil ich bei all dem Gefachsimpel über dieses Thema manchmal auch den Faden verliere. Was man alles tun oder lassen soll, darf, muss. Wie viele Bäume muss ich denn nun pflanzen, um meinen Missbrauch an dir wieder auszugleichen? Ja, und sehr oft lasse ich mich auch von meinem Weg abbringen. Aber ich denke, Menschen in meiner Umgebung einen schönen Tag zu wünschen oder der Kassiererin im Supermarkt ein Lächeln zu schenken, ist doch ein guter Beginn. Sicher, ich könnte hier auch wortlos meine gebrauchten Unterhosen schenken mit dem Hinweis, bitte weitertragen. Aber ob das dann so wirklich ein Schritt in die richtige Richtung ist? Vermutlich würde ich eher Hausverbot bekommen. Oder weiter in deinen Laden gehen und so tun, als wäre nichts passiert und einfach so viele Produkte bei dir kaufen wie nötig, um damit dann eventuell dein Karma-Konto wieder ins Reine zu bringen. Kann man ja versuchen, so als Nachhaltigkeitsübertragungsmechanismus. Funktioniert das so? Weißt du noch, wer ich bin? Ich werde nicht für alle Fragen eine ausführliche Antwort bekommen. Ich wollte Aufmerksamkeit von dir und Wertschätzung.
Dies hätte mich auch nachhaltig prägen können. Stattdessen gehe ich an deinem Laden vorbei und mir wird schlecht. Aber immerhin, meine Sensoren sind geschärft. Ich werde sowas niemals tun. Ich schaue mir dein Verhalten nicht ab. Ich gebe Acht und ihr schenkt mir eure Aufmerksamkeit. Gebt sie weiter, seht es und es kann wachsen. Wie nachhaltig ist das denn? Dankeschön.